Was bedeuten die Maßnahmen des FBI gegen Hillary Clinton in der letzten Woche der US-Wahlkampfkampagne? Wenn Sie sich die Geschichte des FBI ansehen, ist klar, dass es effektiv zur politischen Polizei Amerikas geworden ist. Das FBI demonstrierte durch das Stürzen des ehemaligen Leiters der CIA aufgrund von geheimen Informationen, die er seiner Vorgesetzten übergab, dass fast niemand unantastbar ist. Das FBI versucht das immer wieder zu demonstrieren. Niemand kann sich uns widersetzen. Hillary Clinton widersetzte sich jedoch offenbar auffallend den Ermittlungen des FBI. Das sorgte für Ärger innerhalb des FBI, da es das FBI schwach aussehen ließ. Wir haben schon eine gewisse Anzahl von E-Mail-Tranchen veröffentlicht, also circa 33.000 Clinton-E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin. Sie stammen aus einer Gesamtmenge von ca. 60.000 E-Mails. Von diesen 60.000 E-Mails hat Clinton ungefähr die Hälfte, 30.000, für sich behalten. Und wir haben ungefähr die Hälfte veröffentlicht. Und dann waren da noch die Podesta-E-Mails, die wir veröffentlicht haben. Podesta ist Clintons Kampagnenmanager. Es zieht sich also ein roter Faden durch all diese E-Mails. Ziemlich viel davon ist Pay-for-Play, also gegen Geld Zugang gewähren für viele Staaten, Personen und Unternehmen. Das kombiniert mit der Verschleierung von Hillary Clintons E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin hat zu einer Atmosphäre geführt, in der der Druck auf das FBI steigt. Die Clinton-Kampagne behauptet, Russland stecke hinter all dem. Sie sagen, Russland hätte die Kampagne manipuliert und ist die Quelle von Wikileaks und deren E-Mails. Dem Clinton-Lager ist es gelungen, eine Art Neomakathismus-Hysterie auszulösen, dass Russland für alles verantwortlich ist. Hillary Clinton hat mehrmals falsche Aussagen gemacht, dass 17 US-Geheimdienste zum Schluss gekommen seien, dass Russland die Quelle unserer Publikationen war. Das ist nicht wahr. Wir können sagen, dass die russische Regierung nicht die Quelle ist. Ja, Wikileaks publiziert seit zehn Jahren. In diesen zehn Jahren haben wir zehn Millionen Dokumente veröffentlicht. Mehrere tausend individuelle Publikationen, mehrere tausend verschiedene Quellen. Und wir haben uns nie geirrt. Alle E-Mails, die Beweise für Zugang gegen Geld beinhalten und wie Clinton selbst davon profitiert hat und wie sie politisch profitiert, sind ziemlich ungewöhnlich. Ich denke an den Fall des katarischen Vertreters, der gegen einen Millionen Dollar Scheck fünf Minuten mit Bill Clinton bekam und viele andere Beispiele. Können Sie? Oder zwölf Millionen aus Marokko? Oder zwölf Millionen aus Marokko? In Sachen Außenpolitik der USA. In dem Punkt sind die E-Mails am aussagekräftigsten. Sie zeigen die direkte Verbindung zwischen Hillary Clinton und der Stiftung der Dschihadisten des IS im Mittleren Osten. Können Sie uns davon erzählen, wie diese E-Mails diese Verbindung aufzeigen zwischen denen, die eigentlich die Dschihadisten, den IS bekämpfen sollten, und denen, die dabei geholfen haben, ihn zu gründen? Es gibt eine E-Mail von Anfang 2014 von Hillary Clinton, also kurz nachdem sie das Außenministerium verlassen hat, an ihren Kampagnenmanager John Podesta. Diese E-Mail besagt, dass der IS von Saudi-Arabien und Katar finanziert wird. Von den Regierungen von Saudi-Arabien und Katar. Ich glaube, das ist eigentlich die signifikanteste E-Mail der gesamten Sammlung. Vielleicht weil saudisches und katarisches Geld weit verteilt wurde, Medienhäuser eingeschlossen. Alle seriösen Analysten wissen, selbst die US-Regierung erwähnte oder stimmte zu, dass einige saudische Akteure den IS unterstützt haben, den IS finanziert haben. Der Trick war immer, zu behaupten, dass es einige saudische Prinzen gewesen seien, die ihr Geld nach Belieben verwenden. Die Regierung hat es jedoch dementiert. In dieser E-Mail steht aber, dass es nicht so ist, dass es die Regierung der Saudis und Katars ist, die den IS finanzieren. Die Saudis, die Kataris, die Marokkaner, die Bahrainer, speziell die Saudis und die Kataris, geben all das Geld der Clinton-Stiftung, während Hillary Clinton Außenministerin ist. Und das Außenministerium genehmigt massive Waffenverkäufe, besonders nach Saudi-Arabien. Unter Hillary Clinton und Clintons E-Mails zeigen das, wurde das größte Waffengeschäft der Welt mit Saudi-Arabien gemacht. Es waren mehr als 80 Milliarden Dollar. Tatsächlich haben sich im Laufe ihrer zehn Jahre beim Außenministerium die Waffenverkäufe vom Geldwert her verdoppelt. Verdoppelt. Und natürlich ist die Konsequenz davon, dass notorische Dschihadistengruppen, IS oder ISIL genannt, von denjenigen gegründet wurden, die Geld an die Clinton-Stiftung überwiesen haben. Ja. Das ist außerordentlich. Sehen Sie, Hillary Clinton ist nur ein Mensch. Hillary Clinton tut mir als Mensch eigentlich ziemlich leid, weil ich jemanden sehe, der von seinen Ambitionen lebendig aufgefressen wird. Im wahrsten Sinne bis an den Punkt gequält, an dem man krank wird. Als Resultat davon, die Ambitionen immer weiter hochzuschrauben. Aber sie repräsentiert ein gesamtes Netzwerk von Menschen, und ein Netzwerk von Beziehungen, auch mit bestimmten Staaten. Die Frage ist, wie passt Hillary Clinton in dieses größere Netzwerk? Sie ist ein zentralisierendes Zahnrad. Es gibt also eine Menge Getriebe und Operationen von den großen Banken wie Goldman Sachs und wichtige Elemente der Wall Street und den Geheimdiensten und Personen aus dem Außenministerium und den Saudis und so weiter. Sie ist, wenn man so will, der Zentralisator, der all diese Zahnräder miteinander verbindet. Sie ist eine ruhige und zentrale Repräsentantin von alledem. Und all das ist mehr oder weniger eine bekannte Kraft in den Vereinigten Staaten. Es ist das, was wir das Establishment oder den DC-Konsens nennen und dessen Einflüsse. Tatsächlich handelte eine der signifikantesten Podesta-Mails, die wir veröffentlicht haben, davon, wie das Kabinett um Obama gebildet wurde. Im Grunde wurde die Hälfte des Obama-Kabinetts von den Vertretern der Citibank nominiert. Das ist ziemlich beeindruckend. Hat die Citibank nicht eine Liste bereitgestellt, von der sich nachher herausstellte, dass sie den überwiegenden Teil des Obama-Kabinetts beinhaltet? Also entscheidet die Wall Street über das Kabinett der Vereinigten Staaten von Amerika? Wenn man die Obama-Kampagne von damals näher betrachtet, fällt auf, dass sie den Interessen der Banken sehr nahe kommt. Sie ist nicht den Interessen der Ölkonzerne nahegekommen, sondern der der Banken. Ich denke, man kann Hillary Clintons Außenpolitik nicht richtig verstehen, wenn man Saudi-Arabien nicht versteht. Die Verbindungen mit Saudi-Arabien sind sehr eng. Warum war sie so nachweislich enthusiastisch über die Zerstörung Libyens? Können Sie darüber sprechen, was die E-Mails uns oder Ihnen darüber ausgesagt haben, was dort vorgefallen ist? Libyen ist eine derartige Quelle für so vieles von dem derzeitigen Chaos in Syrien. Das IS-Dschihadistentum und so weiter. Es war fast Hillary Clintons Invasion. Was sagen die E-Mails darüber aus? Libyen war Hillary Clintons Krieg. Mehr als dass es der Krieg von irgendwem anders war. Barack Obama war zunächst dagegen. Wer war also die Person, die es verfechtet hat? Hillary Clinton. Das ist in den E-Mails durchweg dokumentiert. Sie setzte ihren Lieblingsagenten Blumenthal darauf an. Mehr als 1700 E-Mails von den 33.000 Hillary Clinton-E-Mails, die wir veröffentlicht haben, handelten nur von Libyen. Es geht nicht darum, dass Libyen billiges Öl hätte. Sie erkannte, dass das Entfernen von Gaddafi und der Umsturz des libyschen Staates etwas war, das sie nutzen konnte, um für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ein internes Dokument von Ende 2011 mit dem Titel Libya TikTok, das für Hillary Clinton angefertigt wurde, listet chronologisch auf, wie Hillary Clinton die zentrale Figur bei der Zerstörung des libyschen Staates war. Daraus resultieren mehr als 40.000 Tote innerhalb Libyens, Jihadisten kamen ins Land, der IS kam ins Land. Das führte zur europäischen Migranten- und Flüchtlingskrise, da nicht nur Menschen aus Libyen flohen, sondern auch aus Syrien und afrikanischen Staaten, die durch Waffenlieferungen destabilisiert wurden. Der libysche Staat selbst, war nicht mehr in der Lage den Fluss der Menschen durch das Land zu kontrollieren. Libyen liegt am Mittelmeer und war effektiv der Korken der Flasche Afrika. Also die Menschen, die vor allen Problemen, wirtschaftlichen Problemen, Bürgerkriegsproblemen aus Afrika geflohen sind, gelangten nicht nach Europa, weil Libyen die Polizei des Mittelmeeres war. Und das wurde explizit gesagt in dieser Zeit, damals 2011 von Gaddafi. Was denken diese Europäer, was sie damit anrichten, den libyschen Staat zu bombardieren und zu zerstören? Es wird Fluten von Migranten geben aus Afrika und Dschihadisten nach Europa. Und das ist genau, was passiert ist. Sie kriegen viele Beschwerden von Leuten, die sich fragen, was Wikileaks macht, ob sie versuchen, Trump ins Weiße auszubringen. Meiner Meinung nach wird man es Trump nicht erlauben zu gewinnen. Warum sage ich das? Weil er nicht das Establishment auf seiner Seite hat. Er hat keine führenden Gruppen hinter sich, allenfalls noch die Evangelikalen, wenn man die zum Establishment zählen kann. Aber Banken, Geheimdienste, Rüstungsindustrie... Großes ausländisches Geld, die alle stehen vereint hinter Hillary Clinton und die Medien auch, die Besitzer der Medien, aber auch die Journalisten selbst. Die Vorwürfe, dass Wikileaks mit Russland zusammenarbeitet und Leute fragen, Warum untersucht und publiziert Wikileaks keine E-Mails über Russland? Wir haben über 800.000 Dokumente verschiedener Art veröffentlicht, die auf unterschiedlichste Weise mit Russland zusammenhängen. Die meisten sind kritisch. Eine Menge Bücher über Russland sind aus diesen Enthüllungen entstanden. Die meisten von ihnen sind kritisch und diese Dokumente wurden in einigen Gerichtsfällen verwendet, in Asylrechtsfällen, in denen Menschen behaupteten, in Russland politisch verfolgt zu werden, wofür sie unsere Dokumente verwendeten, um diese Behauptung zu untermauern. Haben Sie selbst eine Meinung zu den US-Wahlen? Haben Sie eine Präferenz? Clinton oder Trump? Donald Trump. Was repräsentiert er für den amerikanischen Geist und für den europäischen Geist? Er repräsentiert die amerikanische weiße Unterschicht. Bedauernswert und unverbesserlich. Eigentlich ist das das Gleiche. Es bedeutet aus einer kosmopolitischen, gebildeten und urbanen Perspektive, dass man mit diesen Leuten, diesen Rednecks nichts anfangen kann und nichts zu tun haben will. Und weil er so deutlich diese Leute repräsentiert durch seine Worte und Handlungen und seine Zuschauer, die zu seinen Wahlkampfveranstaltungen kommen, die nicht der Mittelschicht angehören, deshalb haben sie Angst vor ihm. Diese soziale Angst verringert die Schichtzugehörigkeit jeder Person, der vorgeworfen wird, Trump zu unterstützen. Auch durch Kritik an Clinton. Und wenn sie sehen, wie die Mittelschicht ihre soziale und ökonomische Macht gewann, ergibt dies absolut Sinn. Ich würde gerne über Ecuador sprechen. Ein kleines Land, das ihnen Sicherheit gab und Asyl gewährt hat. In dieser Botschaft in London. Nun hat Ecuador das Internet unterbrochen. Hier, wo wir das Interview führen. Aus dem offensichtlichen Grund, dass sie besorgt waren, als jemand dazustehen, der sich in die US-Wahlen einmischt. Können Sie darüber sprechen, warum Ecuador diese Maßnahmen ergriffen hat und Ihre Sicht auf Ecuadors Unterstützung für Sie mitteilen? Lassen Sie uns vier Jahre zurückgehen. Ich stelle einen Asylantrag in Ecuador in seiner Botschaft wegen der Auslieferungsforderung aus den USA. Nach einem Monat war ich erfolgreich in meinem Asylgesuch. Dann wurde die Botschaft von der Polizei umzingelt. Eine recht teure Polizeioperation, von der die britische Regierung zugibt, dass sie bisher 12,6 Millionen Pfund kostete. Sie haben das vor einem Jahr zugegeben. Und jetzt gibt es Undercover-Polizisten und Überwachungskameras. Also gab es einen recht ernsten Konflikt genau hier im Herzen Londons zwischen Ecuador einem Land mit 16 Millionen Einwohnern und dem Vereinigten Königreich und den Amerikanern welche auf der gleichen Seite stehen. Also war dies eine mutige und prinzipientreue Entscheidung von Ecuador. Jetzt haben wir die US-Wahlen, die ecuadorianischen Wahlen sind im Februar nächstes Jahr. Es gibt das Weiße Haus, welches den politischen Druck spürt als Ergebnis der Informationen, die wir publizieren. Hmm. Wikileaks publiziert nicht aus dem Rechtsstandort Ecuador, aus dieser Botschaft oder von dem Territorium von Ecuador. Wir publizieren aus Frankreich, aus Deutschland, aus den Niederlanden und einer Reihe von anderen Ländern, so dass der Versuch Druck auf WikiLeaks auszuüben über meinen Asylstatus läuft. Und das ist wirklich unerträglich. Dass man versucht, eine publizierende Organisation zu bekriegen, versucht zu verhindern, dass sie wahre Informationen publizieren, die von hohem Interesse für das amerikanische Volk und andere sind, über eine Wahl. Sagen Sie uns, was passieren würde, wenn Sie diese Botschaft verlassen würden. Ich würde sofort verhaftet von der britischen Polizei und dann würde ich ausgeliefert, entweder direkt an die USA oder nach Schweden. In Schweden werde ich nicht verfolgt. Ich wurde bereits freigesprochen. Also sind wir nicht sicher, was dort passieren würde. Aber wir wissen, dass die schwedische Regierung sich geweigert hat, zuzusichern, dass sie mich nicht ausliefern. Und sie haben 100% der Leute ausgeliefert, um die die USA gebeten haben. Seit mindestens dem Jahr 2000. Über die letzten 15 Jahre wurde jede einzelne Person, die die USA verlangt haben, aus Schweden ausgeliefert. Und sie weigern sich, mir eine Garantie zu geben. Leute fragen oft, wie sie damit umgehen, mit der Isolation. Sehen Sie, eine der besten Eigenschaften der Menschen ist, dass sie sich anpassen können. Eine der schlechtesten Eigenschaften des Menschen ist, dass sie sich anpassen können. Sie gewöhnen sich und tolerieren Missbrauch. Sie gewöhnen sich daran, selbst Teil des Missbrauchs zu sein. Sie gewöhnen sich an Gegner In meinem Fall, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen eingesperrt. Das ist die Welt Es ist eine Welt ohne Sonnenlicht, aber ich habe die Sonne schon lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich nicht an sie. Also ja, man gewöhnt sich daran. Der einzige große Störfaktor sind meine Kinder. Sie gewöhnen sich auch. Sie gewöhnen sich daran, ohne ihren Vater zu leben. Das ist eine harte, harte Herausforderung, die sie sich nicht ausgesucht haben. Sie sorgen sich um sie? Ja, ich sorge mich um sie. Ich sorge mich um ihre Mutter. Manche Leute würden sagen, warum beenden Sie das nicht? Und gehen einfach aus der Tür hinaus und erlauben es, nach Schweden ausgeliefert zu werden. Die UN hat diese gesamte Situation überprüft. Ich habe 18 Monate in einem formalen Verfahren zugebracht. Ich als Kläger bei den UN gegen Schweden und Großbritannien. Wer recht hat? Die UN ist zu dem Schluss gekommen, ich werde willkürlich festgehalten, illegal meiner Freiheit beraubt. Was hier geschieht, ist nicht im Einklang mit dem Gesetz, dem Großbritannien und Schweden unterliegen. Das ist illegal und ein Missbrauch. Die Vereinten Nationen fragen offiziell, was geht hier vor? Was ist eure juristische Erklärung dafür? Die UN sagt, dass ihr seinen Asylstatus anerkennen müsst. Schweden schreibt offiziell an die Vereinten Nationen zurück und sagt, nein, werden wir nicht. Also lassen Sie sich die Möglichkeit offen, mich auszuliefern. Ich finde es einfach absolut erstaunlich, dass diese Lesart der Geschichte nicht öffentlich in der Presse erscheint. Denn es passt dem westlichen Establishment nicht in ihre Erzählung, dass der Westen politische Gefangene hat. Das ist die Realität. Das bin nicht nur ich. Es gibt auch noch ein paar andere Leute. Der Westen hat politische Gefangene. Kein Staat akzeptiert es, die Leute, die er einsperrt, politische Gefangene zu nennen. Sie nennen sie nicht politische Gefangene in China, sie nennen sie nicht politische Gefangene in Aserbaidschan und sie nennen sie nicht politische Gefangene in den USA, Großbritannien oder Schweden. Es wäre absolut unerträglich, diese Art von Selbsteinschätzung zu haben. Hier haben wir einen Fall. Ich rede über den Fall Schweden, ein Land, in dem ich nie wegen eines Verbrechens angeklagt wurde, in dem ich bereits freigesprochen und für unschuldig befunden wurde, wo die Frau selbst sagte, dass die Polizei es sich ausgedacht hat, wo die Vereinten Nationen offiziell gesagt haben, dass die ganze Sache illegal ist, wo der ecuadorianische Staat untersucht und festgestellt hat, dass mir Asyl gewährt werden sollte. Das sind die Fakten. Aber was ist die Rhetorik? Anders. Die Rhetorik ist heuchlerisch. Sie heucheln die ganze Zeit, dass ich wegen eines Verbrechens verfolgt werde, ohne zu erwähnen, dass ich bereits freigesprochen wurde. Ohne zu erwähnen, dass die Frau selbst sagt, dass die Polizei es sich ausgedacht hat. Sie versuchen auszulassen, dass die UN formell festgestellt hat, dass die Sache illegal ist. Niemals erwähnte jemand, dass Ecuador eine formale Untersuchung nach seinen Gesetzen durchgeführt und festgestellt hat, dass ich von den Vereinigten Staaten verfolgt werde.